Ein wunderhübsches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xeres Rückkehr. Woo! Yeah. So, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir wollen in dieser Folge hier den Hinweis, den unmittelbaren in der Nähe befindlichen Hinweis nach einer magischen Waffe suchen. Oder die Suche beginnt sozusagen, die Quest der Fremde. Sozusagen eine aufgearbeitete Quest von Björn Pankratz, damals in Gothic 1 installiert sozusagen. Wurde hier in der Mod nochmal freundlicherweise aufgegriffen. Und der Sache gehen wir jetzt nochmal auf den Grund. Hier haben wir übrigens eine Sojapflanze direkt hier. Ich weiß, wir brauchen die Quest jetzt, also wir haben die Quest ja erledigt, aber wir machen es jetzt trotzdem einfach nochmal mit. Auf Kommentare kann ich diese und nächste Folge leider noch nicht eingehen, da ich zu einem Zeitpunkt aufnehme, wo die noch nicht draußen sind. Warte mal, also die letzten Folgen. So, so. Ich will kämpfen! Kämpfen! Na, jetzt Bluthunde gespawnt? Da ist nichts zu holen. Kann ich mir vorstellen. Nichts zu holen. Kämpfen! Ich weiß gar nicht wieso, aber ich muss jetzt die ganze Zeit an den Helden aus Arcania denken, an den namenlosen Helden. Mit dem Intro. Wir müssen kämpfen. Kämpfen! Kämpfen! So sieht's aus, mein Freund. So. In der unmittelbaren Nähe sollen sich also Hinweise befinden. Jetzt ist ja alles vollgeschissen mit Bluthunden. Der hat mich fast getötet. Alter. Da ist nichts zu holen. Alter. Ich bin fast komplett down. Egal, scheiße, leck mich am Arsch. Tja, was machen wir jetzt? Alter, dieser Helm, ne, der ist unnormal. Der ist einfach unnormal. Tja, die Big Price Question ist jetzt halt, ne? Okay, scheiß auf Magie. Scheiß auf Magie, wenn wir die gute alte Axt haben. So, ich muss mich hier aber erstmal nochmal genauer umgucken. Die ganzen laufenden Erfahrungspunkte nehme ich natürlich mit. Die davon sind nur zwei. Nicht zu plündern. Kommen die denn auf einmal her? Nicht zu plündern. So, vielleicht ist hier was. Weil ich eigentlich ja schon mal hier war. Ein Hinweis nach einer magischen Waffe habe ich hier damals nicht gefunden. Muss ich jetzt mal so sagen. Tja, das wird jetzt lustig, die Suche. Keine Ahnung, wo das hier sein soll. Guck jetzt erstmal hier alles ab. Eine magische, wie hatte Xardas gesagt, eine magische Schwingung. Oder eine magische Eruption oder sowas, keine Ahnung, wie er es formuliert hatte. Irgendwas mit Magie. Ich bin gefickt. Kann ich hier natürlich wieder rausschwimmen irgendwie. Aber wisst ihr was? Also kein Stress. Machen wir ganz entspannt. Muss ich mich erstmal raus entspannen? Ich muss mich raus entspannen, Leute. Das muss ich. Guck gleich nochmal ins Log, wie es beschrieben war. Wie die Quest beschrieben war. Werde ich gleich nochmal gucken. Werde ich ja gleich sehen. So,
Da kommt einer. Digga, setz dich dein Ass. Okay, danke. Ah, guck mal, hier ging ein Wasserfall runter. Das ist ja schön. Das ist ja schön to know. Okay. Xardas meint, ich bin hier in der Bergfestung nicht verkehrt und ich habe in unmittelbarer Nähe eine magische Aura gespürt. Ich sollte mich hier in der Festung einmal umsehen. Also in der Festung einmal umsehen. In der Festung heißt ja für mich mal sowas von in der Festung. Nee, falsche Festung. Bergfestung will ich. Warte. Nee, ich habe doch die Rune einzeln gefunden. Hier. Nutzen wir die Rune so. Irgendwie ist die Kamera so komisch. Weiß auch nicht. Genau, ich soll mich doch in der Festung umsehen. Also doch innerhalb der Festung. Hm. Ich meine, wir waren bei diesen Nekromanten. Du willst Kommandin erringen. Dann wirst du nicht nur dein Köpfchen, sondern auch die Stärke deiner Arme einsetzen müssen. Jetzt. Alter, jetzt bin ich kurz erschrocken. Da spawnt einfach so ein Dämon. Getragen von den Gezeiten haben Kromanins Visionen die Zukunft mir die Augen geöffnet. Kein Preis ist hoch genug, den Glauben daran wieder aufzugeben. Viel zu stark hat es mich bewegt. Fast voll Wasser und doch noch Luft zu atmen. Fast. Fast voll Wasser und doch noch Luft zum Atmen. Das klingt für mich nach einem Sumpflager. Das klingt für mich nach einem Sumpflager. Ich habe ein Buch mit Hinweisen gefunden. Diesmal soll ich einen Ort finden, der fast voll Wasser ist, aber dennoch genug Luft zum Atmen bietet. Wenn du dich nördlich vom alten Lager umsiehst, müsstest du den gesuchten Ort finden, wobei ich... Ah, dann weiß ich, was gemeint ist. Dann weiß ich, welcher Spot er meint. Nämlich gibt es eine Höhle, die gefüllt ist mit Wasser, aber noch Luft drin ist zum Atmen. Das weiß ich, wo die ist. Das ist so eine Hut, die ich auch ewig lang in meiner Laufbahn, in meiner Gothic-Laufbahn auch niemals gefunden habe. Und erst seit neuestem, was heißt seit neuestem, kenne, aber so seit ein, zwei Jahren erst kenne. Die ich vorher auch niemals gefunden habe, aber was auch daran lag, dass ich die nie gesucht habe. Dementsprechend gehen wir da jetzt mal hin. Ich weiß genau, welcher Ort gemeint ist. Nördlich vom alten Lager. Und zwar ist das... Hi. Jeder Mensch, der unser Lager aufsucht, muss wissen, dass wir ab jetzt nachts die Tore verschließen. Es treiben sich viele Orks in letzter Zeit herum und wir wollen kein Risiko eingehen. Okay. Und zwar ist das die Höhle in diesem Stück Land. They see me rolling. They hate him. Okay, ich halte die Fresse. Danke für den Autosave. Hier muss... Das muss der Spot hier sein. Ah, altes Buch. Ha. Geil. Oh, ihr Götter der alten Zeiten, kann es sein, dass ein Mensch wie ich, der nur einfach gestrickt und unwürdig solch großes Vermächtnis erlangen darf. Die Angst ist groß, alles zu verlieren durch ein kleines Wort des Schwankens. Ein kluger Fischer fischt nicht dort. Ein kluger Fischer fischt nicht dort. Also es muss ein gefährlicher Ort sein mit Wasser. Jetzt könnte genauso gut das Sumpflager gemeint sein.
Jetzt könnte genauso gut das Sumpflager gemeint sein. Ich habe ein Buch mit Hinweisen gefunden. Ich soll nun jenen Ort finden, an dem ein kluger Fischer sein Netz nicht auswerfen würde. So heißt es. Nun, wenn der Verstand es gebietet, in klaren Gewässern zu fischen, schaue dich im Osten der Kolonie um. Mehr Hinweise sollte es kaum benötigen. Digga, ist das jetzt dein Ernst? Oh, warte mal, das ist die falsche Karte. Im Osten der Kolonie, also im Sumpflager doch. Ein kluger Fischer fischt nicht dort. Das Problem ist, das scheiß Sumpflager ist fucking groß. Dort könnte ja überall ein beschissenes Buch rumliegen. Das gottbeschissene Sumpflager ist scheiße groß. Diese Rüstung und der Helm dazu, Alter, what the fuck. Bin noch ein Slog. Kann man sowas nicht machen? Welches Wasser im Hinter ist denn nicht klar? Ja, das Sumpflagerwasser. Krieg ich dich doch noch. Oh, scheiße. Was ist los, Bruder? Ja, okay, wow. Wo könnte jetzt hier das Buch sein? Das könnte jetzt hier überall sein. Scheiße, Mann. Ich hasse solche nicht klar definierten genauen Hinweise. Ich habe eine Idee. Also es muss ein wohl markanter Ort sein. Einer der markanten Orte hier, oder einer der markanteren Orte hier im Sumpflager, ist wohl diese Hütte dort hinten im Sumpf, diese einzelne, vereinsamte Hütte. Dort könnte es eventuell drin sein. Ein weiterer Punkt wäre eventuell noch hinten bei dem... Ach, sag mal, die genau, wir sind ja neu gespawnt. Hier, dort hinten, wo dieser Altar ist. Das könnte auch noch gut möglich sein. Und die sind dann einmal trinken, oder was? Ihr vielleicht. Würde eigentlich auch wenig Sinn machen. Hier war ich ja schon mal. Fischer fischt nicht dort. Der Punkt würde mir jetzt noch einfallen, der markant wäre. Okay, echt jetzt? Jetzt geht es auf die Eier hier. Jetzt, ich mach gar nichts gerade. Der läuft gerade von alleine. Okay, jetzt wieder. Jetzt habe ich wieder Kontrolle. Ah, geil. Hier ist es. Okay, den Ort hatte ich auch noch im Gedächtnis. Das ist halt so ein Special-Ort. Okay, geil. Ich wage nicht zu hoffen, eines Tages Kromanin selbst zu erleben. Vorbei sind die Tage der Verschwendung und des Klagens. So leicht wird es sein, die völlige Vollendung zu erreichen. Ich bin nicht mehr weit davon entfernt. Vergessen sind die Taten jener, die sich einst an Bord befanden. Okay, das ist ein klarer Hinweis. Und zwar ist damit das Schiffswrack an der Nordküste der Kolonie gemeint. Da bin ich mir sicher. Aber wir gehen trotzdem erstmal zu Xalas, um uns halt den endgültigen oder die wirkliche Vermutung zu hören. Ich habe ein Buch mit Hinweisen gefunden. Es heißt hier, dass die Taten jener, die sich an Bord befanden, längst vergessen seien. Überflüssig zu erwähnen, dass wohl von einem Schiff die Rede ist.
Und aus dem Text kann man eigentlich schließen, dass ihm durch widrige Umstände unsanft die Sehtauglichkeit genommen wurde. Soll ich jetzt vielleicht noch darauf verweisen, an welchen Orten du ein solches finden könntest? Ja, okay, ich wollte aber trotzdem noch mit dir darüber reden, ja. Weißt du, Dialog mit Menschen, das ist halt einfach wichtig. Okay, ich glaube, das alte Lager ist wirklich am nächsten da dran. Hui. Okay. Na dann. Gehen wir mal auf die Reise. Reise, Reise, Seemann, Reise. Dieser Claim, der genau kommt sehr weise auf meinen Kanal von Rammsteins Universal Records. Grüße gehen raus. Naja. Ja genau, und dann sollten wir am Schiff das letzte Buch finden und dann führt uns eigentlich das Buch wieder an die Stelle, wo man halt, glaube ich, das erste Kromalin-Buch gefunden hat, im Normalfall. Aber, dessen bin ich mir jetzt natürlich nicht 100% sicher. Davon lasse ich mich dann noch überraschen, ja. Wisst ihr Bescheid, Leute? Wisst ihr Bescheid? Nichts zu holen. Ich bin Jäger, Magier, Schmied, ich bin alles. Ich bin Feuer. Ich bin tot. Dracarys. Ich komme mir echt hinterher, leck mich fett. Nichts zu plündern. Der kleine Pimlana hat echt Mut gehabt. Kann man nicht anders sagen. Warte mal, ich bewege mich ja, glaube ich, relativ falsch, oder? Mit relativ falsch meine ich richtig falsch. Muss ich hier runter. Ich weiß nicht, ob die Feuerwarane neu gespawnt sind. Ich könnte es mir aber gut vorstellen, dass sie neu gespawnt sind. Ich könnte es mir gut vorstellen. Was steht denn dort? Ein Goblin? Aber Leprechaun ist das nicht, oder? Wobei doch, das ist Leprechaun. Ein Schiffskobold. Alter Finne. Guck mal, den 5. Doch soll ich nicht alleine diesen Weg beschreiten, diese Ehre sei mir vergönnt. Ich muss mich fügen, die Kraft, die in mir wohnt, muss ich teilen mit den Würden, die kommen werden, nämlich hoffentlich kommen sie dort, wo die Suche begann, bla bla. Genau, jetzt gibt es zwei mögliche Spots. Entweder begann die Suche in der, also in der Bergfestung, ja, oder hier, wo wir dies... Ach scheiße, jetzt habe ich den Trank voll verschwendet, egal. Also entweder, ne, ihr wisst Bescheid. Mal, wo ging denn dazu? Ich glaube, da muss ich hier hinter schwimmen, genau. Lass die Feuerwaren jetzt einfach mal am Leben. Vielleicht brauche ich irgendwann nochmal ihre Zungen wieder. So. Bin ich ja mal gespannt, ob hiermit der Spot gemeint ist. Oder doch in der Bergfestung bei Xardas. Aber das werde ich ja gleich rausfinden. Weil an sich, die Suche begann ja hier. Wenn man es mal genau nimmt. Danke für den Autosave. Ich müsste mal wieder speichern. Ich müsste mal wieder speichern. Nebelturm. Ja, da ist er. Riddler. Kromalin 6. Riddler. Komischer Name.
jetzt lese ich das Buch und jetzt kommen 1000 Zombie-Skelette oder sowas, keine Ahnung. Zombie-Skelette, Alter. Das Buch ist leer. Hey! Was ist passiert? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Schatten, Tod und eine ungeheure Macht. Hat Kromanin mich verlassen? Was ist Kromanin? Kromanin ist eine unvorstellbare Macht. Ich habe sie vor langer Zeit empfangen. Es scheint mir, als hätte ich diese Macht von einem der Götter. Ich habe ebenfalls ein Schwert empfangen. Es ist sehr mächtig. Durch dieses Schwert habe ich viele Kämpfe gewonnen. Wie konnte es dann passieren, dass du stirbst? Nein, ich war keineswegs tot. Aber die dunklen Mächte, mit denen ich mich einließ, übermannten mich und warfen mich in eine magische Zwischenwelt. Dort war ich gefangen und konnte nur auf magischem Wege mit dem Diesseits kommunizieren. So füllte ich die magischen Bücher mit Hinweisen, die zu meiner Befreiung führen konnten. Jedoch haben die finsteren Kräfte versucht, ihren Sinn in Rätseln zu verschleiern und viele andere Hindernisse geschaffen. Was ist mit dem Schwert geschehen? Die dunkle Magie manifestierte sich zu finsteren Wesen, welche es an sich nahmen. Eines von ihnen hat das Schwert weggebracht. Wahrscheinlich liegt es noch irgendwo in den Höhlen unter dem Turm. Da du bei deiner Suche allen Hindernissen trotztest, hast du dich als würdig erwiesen. Du sollst das Schwert behalten, wenn du es findest. Ich war nicht derjenige, für den es bestimmt war und werde mich in Zukunft vor Mächten hüten, denen ich nicht gewachsen bin. Daher kann ich dir bei deiner Suche mit nicht viel helfen, außer einem Teil meiner Macht. Gerne, immer her damit. Mana. Viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Er wird die Geschicke von Menschen und Göttern bestimmen. Und du chillst jetzt hier deine Base oder was? Das ist total krass. Oh, da ist es! Ich hab's gefunden! Das mächtige Schwert! Oh, okay. Ich denke, ich werde jetzt hier hoch müssen. Und nicht hier lang. Ja, krass, Alter. Heftiger Scheiß. Der Fremde und das Schwert. Damit hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er aufwacht. Das war jetzt sehr überraschend. Unter dem Turm. Ich nehme an, der meint schon diesen Turm hier. Was ist denn das hier? Kein Empfangskomitee? Nichts? Niemand, der mir hier die Stirn bieten will? Kein Skelettmeister, der sagt, dass es mein letztes Stündchen wäre? Das Übliche eben. Hier ist ja echt gar nichts. Bin verwirrt. Riddler vermutet, dass sich das Schwert noch im Nebelturm befindet. Eins der Skelette hat es damals mitgenommen. Ja, aber ich habe dort unten alles zerlegt. Okay, ich muss den Turm nochmal genauer inspizieren. Hier auch nochmal hier hoch. Ich gucke jetzt auch nochmal zum 20. Mal dort oben nochmal nach, ob da irgendwas ist. Kann ja sein, dass sich da jetzt ein Skelett hier oben irgendwie hingegammelt hat, obwohl das wenig Sinn machen würde, da Licht und so. Aber kann ja sein. Genau, hier war doch irgendwie so ein komischer Altar. Würde doch Sinn machen, wenn das Schwert jetzt hier liegen würde. Hm. Wobei, ich weiß nicht, womit ich mir das gerade bei gedacht habe, aber... Okay, naja, mal schauen. Ich kontrolliere den Turm jetzt nochmal von oben bis unten durch. Irgendwo hier muss es ja sein. Ich brauche das Schwert ja, um gegen Xeris kämpfen zu können. So wie ich das verstanden habe. Also dementsprechend... Oder ich muss wirklich alle Skelette nochmal filzen. Und alles mitnehmen hier. Nehmen wir zwar jedes bubblige Rostschwert mit. Einfach. Ah!
Alter. Hey, ich bin gar nicht schreckhaft. Oh Mann, Alter. Ey, ich scheiß mir halt echt bei Gothic in die Hosen, Mann. Oh Mann. Serious Gameplay. Natürlich, wie immer. Kontrolliert jetzt nochmal die Gänge. Okay, wow, jetzt bin ich wieder hier. Vielleicht sind jetzt... Ah, da unten, da unten. Ja, da ist es. Geil. Ja, geil. Ich klatsch dich weg, Junge. Oh. Die Klaue Belias. Oh, bitte, bitte, lieber Gott, lass es eine Zweihandwaffe sein. Kann wahrscheinlich eh nichts. ...86 Schaden, wow. Chance auf extra Schaden 12. Alter, es wären 98. Holy shit. Huh. Boah, alter Schwede. 98 Damage. Alter. Ey, übertreib mal nicht, ja. Da Junge, ist nichts zu holen. Junge, 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 Junge. Das ist ja brutal, Alter. Da flex ich alles mit weg. So, Ironie-Knopf ausgeschalten. Das Ding ist der letzte Müll, Alter. Ist der letzte Ranzramsch, hey. Alter. Den kannst du auf dem Flohmarkt hinterher schmeißen als Bonus. Will ja eh keiner haben. Aber, hey, was soll's. Geht ja nicht um mich. Ich habe das Schwert gefunden. Sehr gut. Ich vermute, bevor du die Waffe jedoch benutzt, solltest du sie erst an einem Beliar-Schrein weihen. Nimm noch dieses Amulett zur Sicherheit. Dieses Amulett sollte in der Lage sein, dich vor Xeres Fesselzauber zu schützen. Sei aber gewandt. Nach deiner letzten Begegnung mit ihm ist sein Einfluss auf die Orks in der Stadt noch gewachsen. Rechne nicht damit, dass Standarten dich jetzt noch schützen werden. Dir werden schon andere Wege einfallen müssen, um an ihn heranzukommen, sei es Magie, Zaubertrank oder Schwert. Ich werde nun nach Korinnes zurückkehren. Belia sei mit Tier. Mit Tier. Wow, ciao, weg war er. Okay, Belia-Schrein. Und was hat er uns jetzt für ein Amulett noch gegeben? Schutzamulett von Xardas. Ich leg's einfach mal an. Und... Oder nee, warte mal, wir machen mal was anderes. Wir teleportieren uns mal. Die Belia-Festung. Und in der nächsten Folge werden wir dieses Schwert weihen und ja, mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Haut rein. Schaut doch mal bei meinem WLAN-Let's Play rein, würde mich freuen. Und ja, macht's gut und ciao.